Nanike, bist du heute aber faul. Ja, so schön wie unsere Katzen möchte ich das auch mal haben. Ich mach auf. Hallo Lisa. Hallo Herr Hauser. Darf ich zu Lena? Ja, sicher. Komm, wir schauen mal, wo sie ist. Hallo Lisa. Was ist los, Lisa? Oje, was ist denn passiert? Wir ziehen weg. Ist das nicht schrecklich? Was? Wieso denn? Meine Eltern haben ein Haus gekauft, weil unsere Wohnung zu klein sei. Das ist ja wirklich schrecklich. Dann können wir nicht mehr zusammen zur Schule laufen. Und was wird denn aus unserer Baumhausbande? Und gehst du denn überhaupt noch in unsere Schule? Ach Lena, ich weiß es nicht. Meine Eltern haben mir vorhin nur gesagt, dass wir umziehen. Und dann bin ich einfach weggerannt. Ich gehe jetzt das Auto waschen. Alles klar. Ich habe schon die Taschenlampe und das Fernglas. Okay, wir brauchen noch eine Decke. Ich habe noch eine in meinem Schrank. Schnell ins Baumhaus, bevor uns niemand sieht. Wartet, ich hole noch ein Kissen. So, das Kissen ist gut, das nehme ich mit. Da bin ich wieder. Die Kekse schmecken lecker. Ja. Ich bin so traurig. Wenn wir wegziehen, können wir uns gar nicht mehr im Baumhaus treffen. Ja, ich will auch nicht, dass du wegziehst. Oh, die Kekse sind schon leer. Lisa! Lisa, Abendessen! Wo ist sie denn? Deine Mutter ruft nach dir. Ich will nicht nach Hause. Dann los, versteckt euch! Wo bleibt denn Lisa? Ich habe gesehen, dass sie zu Lena rübergerannt ist. Dann rufe ich jetzt mal bei den Hausers an. Hallo, ist Lisa bei euch? Wir möchten jetzt eigentlich zu Abend essen. Sie sind zusammen rausgegangen, aber ich schaue mal schnell im Garten nach. Lena, Lisa, Anna. Bis jetzt habe ich sie noch nicht gefunden. Ja, ich auch nicht. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Oder sie sind abgehauen. Ich mache mir ein wenig Sorgen, denn Lisa ist sehr wütend aus dem Haus gerannt. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Schau mal, die Strickleiter vom Baumhaus ist oben. Die zieht sich ja nicht von selbst hoch. Ja, da hast du recht. Lena, Anna, seid ihr da oben? Lisa muss nach Hause. Lisa! Wir sind nicht da. Ach Mensch, Anna. So, dann kommt mal. Lisa muss doch Abend essen. Stell dir vor, Mama, Lisa zieht weg. Was? Ihr zieht weg? Ja, wir haben ein Haus gekauft. Aber keine Sorge, wir bleiben in Hausach. Wir ziehen nur zwei Straßen weiter. Was? Ja, dann ist ja alles gut. Lisa, du bist vorhin so schnell weggerannt, dass ich dir gar nicht alles zu Ende erklären konnte. Papa, ich war schon so traurig. Bis bald, Lisa. Tschüss. Hallo, Mama. Hallo, mein Schatz. Ist alles wieder gut? Ja, ich bin jetzt aber sehr gespannt auf unser neues Haus. Das ist es. Wow. Das ist ja riesig. Aber da ist ja noch gar nichts drin. Ja, das müssen wir natürlich alles noch einrichten. Und wo ist denn mein Zimmer? Das ist ganz oben. Ui, toll. Ich kann es gar nicht erwarten, hier einzuziehen. Ich empfehle euch dieses Video von uns. Und wenn ihr bei mir klickt,
könnt ihr uns abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst.